Hallo liebe Fotofreunde, hier ist der Mike. Schön, dass ihr wieder da seid. Wie gut kennst du deine eigene Kamera? Ja, das würde ich mir mal stellen, diese Frage. Und warum es gerade jetzt in diesem Video darum geht, das erfährst du jetzt. Ganz viel Spaß dabei. Wir starten mal direkt in dieses neue Video herein. Wenn du mich noch nicht kennst, auf meinem Kanal dreht sich alles um das Thema Fotografieren und auch so ein bisschen um das Thema Filmen. Und würde mich natürlich sehr freuen, wenn du einfach mal einen Daumen nach oben da lässt, das Ganze teilst und natürlich wie immer sehr, sehr fleißig kommentierst. Draußen ist es ein krasses Wetter, es ist mega viel Regen, schon die ganze Woche, Sturm, wir haben schon alles gehabt hier in unserer Region, Hagel, Schneesturm, alles dabei gewesen und deswegen, ja, heute aus meinem kleinen Studio hier begrüße ich dich ganz herzlich zu diesem neuen Video und ja, es geht tatsächlich darum, wie gut kennst du eigentlich deine eigene Kamera? Also es geht mir gar nicht prinzipiell darum, dass du weißt, wie man den A-Modus benutzt oder den M-Modus benutzt oder andere Modi an der Kamera benutzt, sondern es geht mir, sage ich mal, um ein paar essentielle Sachen und um ein paar Tipps und Tricks, die ich dir jetzt hier gleich mal sagen werde, die dir auch natürlich hoffentlich weiterhelfen werden. Also, wenn du Lust hast, hol dir was zu trinken. Ich habe es hier schon gemacht, mein Kaffee ist leer, schon ein bisschen kalt geworden. Deswegen stelle ich den mal zur Seite, damit ich mich voll und ganz auf euch da draußen konzentrieren kann. Für mich ist meine Kamera nicht nur ein Arbeitsmittel. Also natürlich ist es ein Arbeitsmittel für mich und es sollte ein gutes Arbeitsmittel sein, mit dem ich halt auch gut arbeiten kann. Vor allem ein Arbeitsmittel, was ich selbst auch verstehe, was ich auch selbst nutzen kann und ich natürlich auch weiß, wie ich es nutzen kann. Also, denn die Kamera ist ja quasi nur meine Verlängerung meiner Gedanken zu meinem Arm und dann zum anschließenden Foto, was ich mir quasi vorstelle, zu der Bildkomposition, die ich mir vorstelle. Und deswegen ist natürlich die Technik ganz, ganz wichtig. Aber die Frage ist halt, wie gut kennt man seine Kamera wirklich? Nutzt man wirklich 100% der ganzen Einstellungen, die es hier so gibt? Oder nutzt man tatsächlich nur einen Teil davon? Natürlich werde ich jetzt nicht auf alle möglichen, sage ich mal, Sachen hier eingehen, die es an jeder einzelnen Kamera gibt, sondern es geht mir um ein paar wirklich essentielle Dinge, die in meinen Augen sehr, sehr wichtig sind. Warum dieses Video erstmal vielleicht? Ganz einfach. Es gibt immer so wiederholende Dinge, die ich so bemerke in den Workshops, die ich gebe oder auch so für mich selbst, wenn ich fotografieren gehe. Auch die Fragen von euch, die ich bekomme, da gibt es immer welche dabei, die wiederholen sich natürlich ein Stück weit. Und deswegen, glaube ich, sind ein paar Dinge jetzt dabei, die, sage ich mal, so ein bisschen für Aufklärung sorgen werden. Das erste ist, wie gut kennst du dein ISO-Rauschen deiner Kamera? Und damit meine ich jetzt auch wieder nicht, von wegen, du hast mal irgendwann irgendwo gehört, ISO-Rauschen ist ganz, ganz schlimm und stell den ISO nicht so hoch, wenn es geht. Ist in meinen Augen ein bisschen Quatsch, denn manchmal braucht man ein ISO, manchmal ist das ein gutes Hilfsmittel. Ich sage immer ganz gerne, der ISO ist meine interne Taschenlampe und wenn ich halt zu wenig Licht habe, in gewissen Lichtsituationen, dann nutze ich natürlich den ISO. Aber wie hoch kann man den eigentlich drehen, damit quasi kein Bildrauschen entsteht? Hast du dich diese Frage schon mal gestellt oder hast du es vielleicht sogar schon mal selber getestet? Wenn nicht, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt dazu, das mal herauszufinden. Denn wenn du das weißt und wenn du weißt, wie hoch du den ISO maximal schrauben kannst, bevor quasi Bildrauschen entsteht, dann hast du schon, sage ich mal, in deinem Kopf einfach eine To-Do-Liste oder ein To-Do, was du abhaken kannst, wo du einfach ganz konkret weißt, okay, bei ISO, keine Ahnung, ich sage jetzt mal 8000 oder 10.000, da beginnt mein Bild einfach fängt an zu rauschen und da muss ich einfach ein bisschen aufpassen, was ich mit dem ISO quasi so mache. Also schnapp dir mal die Kamera, einfach als Test für dich selbst auch und mach mal einfach in verschiedenen, sage ich mal, ISO-Einstellungen ein Foto. Beispielsweise fängst du mal mit ISO 100 an und tust die Kamera auf Stativ, kannst du auch gerne zu Hause machen, kannst auch aus der Hand fotografieren, ist völlig egal. Stellst dir eine Blende ein, die du gerne mal nutzen möchtest dazu, vielleicht mal Blende 8 oder 9 und eine Verschlusszeit vielleicht von 1 zu 200stel. Das heißt, stell die Kamera mal so ein und dann setzt du den ISO am Anfangswert einmal auf den ISO-Wert 100. Machst ein Foto, gehst weiter, setzt den ISO vielleicht auf 800, machst wieder ein Foto, setzt den ISO auf 3200, machst wieder ein Foto und setzt den ISO mal auf ISO 10.000 beispielsweise oder vielleicht sogar noch höher und machst wieder ein Foto. Dann machst du Folgendes, kannst du auch natürlich im JPEG-Format fotografieren, musst du nicht unbedingt im RAW-Format machen, aber lädst einfach mal die Bilder in deinen Rechner hinein und legst die am besten mal so ein bisschen nebeneinander, dass du sie vielleicht vergleichen kannst. Und dann wirst du vielleicht feststellen, dass einige Bilder davon, die du gemacht hast, natürlich bei weniger ISO-Einstellungen natürlich weniger rauschen und ab einem gewisseren, höheren ISO-Wert im Endeffekt nachher mehr anfangen zu rauschen. Also finde für dich einfach heraus, was kann deine Kamera leisten mit dem ISO-Wert? Das ist bei den meisten Kameras sehr unterschiedlich tatsächlich. Deswegen kann ich nicht pauschal sagen, dass jedes Bild immer ab ISO
10.000 beispielsweise anfangen wird zu rauschen. Das ist echt abhängig davon, was für ein Modell du hast von der Kamera, was für einen Sensor du auch quasi hast mit der Kamera, welches Kameramodell du prinzipiell nutzt, ob es vielleicht eine Sony ist oder eine Nikon ist oder was auch immer. Ist völlig egal. Aber du musst für dich einfach rausfinden, wann sollte ich den ISO vielleicht nicht höher schrauben als den gemessenen für mich dann ISO-Wert, den ich jetzt hier herausgefunden habe. Und dann weißt du auch, dass Bildrauschen dann entstehen könnte. Also Bildrauschen ist erstmal prinzipiell gar nicht so schlimm. Also es kann natürlich manchmal hinderlich sein im Bild, weil dann wird das Bild irgendwann vermatscht aussehen. Es werden so eine kleinen Punkte vielleicht entstehen. Das ist das ISO-Rauschen. Das kann oftmals wirklich sehr hinderlich aussehen und auch sehr störend aussehen. In manchen Situationen eben nicht. Beispielsweise, wenn du vielleicht Schwarz-Weiß-Fotografie oder ähnliches machst, dann ist so ein kleines ISO-Rauschen gar nicht mal so tragisch. Aber darum geht es ja nicht. Es geht darum, dass du einfach mal testest, was dein ISO kann, wie du ihn ausreizen kannst. Und das wäre vielleicht mal der erste Tipp dazu, wie gut du deine Kamera eigentlich mal kennen solltest. Eine kleine Anekdote mal am Rand, wie ich meine Kamera oder meine Kameras kennengelernt habe. Natürlich habe ich mir viele Videos angeschaut, auch im Netz. Ich habe mir das Handbuch geschnappt und habe einfach geguckt, was mich gerade interessiert. Ich habe vor allem viel gelernt an der Kamera. Ich habe also einfach mal losfotografiert, habe versucht zu verstehen, warum das jetzt vielleicht in Situationen so und so ist oder warum passiert es vielleicht, wenn ich an diesem Knopf drehe oder an diesem Rädchen drehe, was passiert dann mit der Kamera. Und vielleicht ein ganz simpler, aber auch vielleicht ein bisschen lustiger Tipp ist, nutze einfach deine Kamera mal im Dunkeln. Ja, es hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber wenn du sie schon ein bisschen länger genutzt hast, nimmst du die Kamera einfach mal hin, setzt dich mal irgendwo auf den Sessel, auf deine Couch zu Hause und versuchst mal so ein bisschen gedanklich einfach das Gefühl für die Kamera, die Haptik dafür ein bisschen zu erfüllen und versuchst mal einfach so ein bisschen an den Knöpfen herumzuspielen und machst dann im Dunkeln vielleicht mal ein, zwei Fotos und guckst mal, was dabei rauskommt oder fokussierst vielleicht irgendwo hin, wo vielleicht ein bisschen Licht ist, ist egal. Aber es geht einfach darum, dass du ein bisschen testest. Das habe ich auch gemacht und das ist wirklich komisch, aber es hat mir wirklich ein bisschen geholfen, denn ich habe so ein besseres Gefühl für die Kamera bekommen. Ich habe ein besseres Gefühl dafür bekommen, dass ich jetzt wusste, okay, da ist der Auslöser, hier kann ich die Kameramodi einstellen, hier kann ich vielleicht die Blende verändern, hier kann ich den ISO vielleicht drehen. Und das ist auch wichtig, damit du später vielleicht, wenn du, ich sag jetzt mal, Hochzeitsfotograf werden möchtest oder Fotografin werden möchtest, dann musst du in gewissen Situationen einfach aus der Hüfte heraus wissen, was du einstellen musst an der Kamera, ohne jedes Mal hier noch großartig rumzuscrollen und rumzugucken, sondern du musst einfach gewisse Knöpfe, sage ich mal, bedienen können, um einfach auch in der Situation dann schnell reagieren zu können. Deswegen auch nochmal ein kleiner Nebentipp von mir, ruhig mal im Dunkeln versuchen, hört sich komisch an, aber es hilft wirklich enorm weiter. Ein weiterer Tipp ist auch nicht unwichtig, bei welcher geringsten Verschlusszeit, bei der geringsten Verschlusszeit oder langsamsten Verschlusszeit, können wir auch sagen, kannst du deine Kamera noch aus der Hand bedienen? Ist auch wieder eine Frage, die man sich wirklich stellen müsste, denn es gibt Kameras, da kann man vielleicht noch bei einer Verschlusszeit von 1/30, 1/50 immer noch scharfe Fotos machen. Also wir wollen quasi das Ziel haben, dass das Bild trotzdem scharf ist aus der Hand heraus, bei einer relativ geringeren Verschluss- oder geringen Verschlusszeit. Hast du das mal getestet? Also mach das ruhig mal, nimm die Kamera, geh raus oder mach es auch wieder wie jetzt hier zu Hause in der Wohnung bei dir und such dir mal irgendwas, was du fotografieren willst und stell einfach mal eine Verschlusszeit ein, mit der du anfangen möchtest. Auch hier wieder ist Learning by Doing, testen, 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 ist wirklich ganz, ganz wichtig. Fang vielleicht mit einer Verschlusszeit von 1/30 an, nimm die Kamera in die Hand, fokussiere und mach einfach mal ein Foto. Das gleiche machst du vielleicht mit einer Verschlusszeit von 1/3, von einer halben Sekunde beispielsweise, auch mal ruhig mal testen. Also ruhig in den unteren, sage ich mal, Belichtungssituationen mal so ein bisschen rumprobieren und dann steigerst du dich einfach ein bisschen besser. Das heißt, dann wirst du mal bei Verschlusszeit 1/50 landen, vielleicht bei der Verschlusszeit 1/100, 1/200 beispielsweise. Dann wird es natürlich nachher irgendwann einfacher, dass das Bild natürlich nicht mehr verwackelt, wenn du aus der Hand fotografierst. Aber bei diesen kleinen Verschlusszeiten, bei diesen geringeren Verschlusszeiten, sage ich mal, da ist es schon wirklich enorm wichtig zu wissen, bis wohin kann ich die Kamera noch bei einer sehr geringen Verschlusszeit aus der Hand bedienen. Also auch das wieder testen, lade die Fotos wieder in den Rechner rein, vergleich sie einfach mal miteinander und dann weißt du zukünftig, okay, ich weiß jetzt bei beispielsweise 1/50 noch, kann ich die Kamera immer noch relativ gut aus der Hand nutzen und kann damit auch aus der Hand fotografieren, ohne dass meine Bilder quasi verwackeln. Als kleiner Nebentipp wiederum ist, würde ich dir empfehlen, das auch mal draußen zu versuchen, vielleicht auch bei Wind. Bei Wind ist es was anderes. Natürlich, wenn du gelaufen bist, wenn du irgendwo gerade ankommst, wenn du auf den Berg gestiegen bist, dann wirst du wahrscheinlich mit diesen kleinen oder kürzeren oder
in Anführungsstrichen längeren Verschlusszeiten, besser gesagt, nicht mehr hinkommen, denn du atmest schnell, der Körper bewegt sich ein Stück weit und das wird sehr wahrscheinlich schwieriger werden. Aber auch das könntest du testen, indem du einfach mal rausgehst in die Natur, machst vielleicht mal ein paar Fotos, auch mit entsprechenden verschiedenen Verschlusszeiten dann einfach zur Auswahl. Ziehst auch die wieder in den Rechner rein, vergleichst die wieder und dann weißt du, ah, okay, ab sofort weiß ich, wenn ich draußen bin, es ist ein bisschen windig, kann ich bei Verschlusszeit ein Fünfzigstel beispielsweise, kann ich immer noch aus der Hand fotografieren, darunter entsprechend dann natürlich nicht mehr. Ein nächster Tipp von mir ist, wie erreichst du oder woher weißt du besser gesagt, wann du immer die beste Schärfe in deinen Bildern haben wirst. Ich spreche jetzt hier auch wieder ganz speziell von der Landschaftsfotografie und das Ziel ist meistens in der Regel immer, dass wir in der Landschaftsfotografie von vorn bis hinten eigentlich scharfe Bilder haben möchten. Sei es drum, dass wir vielleicht vorne einen Vordergrund haben, sei es, dass das Bild sich, sage ich mal, lang streckt in einem Weitwinkelmotiv vielleicht, was vielleicht sehr, sehr episch aussieht, wo viele Sachen da drin sind, die man sich angucken kann, wo vielleicht markante Punkte drin sind, etc. etc. Und deswegen ist es immer ziemlich wichtig für uns Landschaftsfotografen, dass wir wollen, das Bild soll von vorne bis hinten möglichst schön scharf aussehen. Aber weißt du das eigentlich, wann das Bild quasi bei dir immer scharf ist? Dazu kannst du auch wieder testen. Also du siehst schon, das ist ein kleines Testvideo heute. Du musst auch testen, denn nur wenn du testest, kannst du quasi selbst sicherer werden mit deiner Kamera und kannst sie halt selbst auch viel, viel einfacher und besser nutzen. Deswegen mein Tipp hier. Nimm die Kamera und setz sie auf Stativ, dass du ruhig arbeiten kannst. Das kannst du gerne wieder zu Hause machen. Kannst aber auch rausgehen. Suchst dir mal irgendwie eine schöne Umgebung, wo du vielleicht fotografieren möchtest, wo du vielleicht schon mal warst. Und stellst einfach mal die verschiedenen Blenden in deiner Kamera einfach ein. Fang vielleicht mal mit der Blende 6 an, 6,3 an, 7,1 oder 8, wie auch immer. Und steigere dann quasi einfach weiter. Also mach die Blende ruhig noch weiter zu. Dann wirst du einfach sehen, dass es da gewisse Schärfeunterschiede geben wird. Auch da wieder meine Empfehlung, Bilder einfach machen. Mach 3, 4, 5 Bilder mal, leg die nebeneinander und zoom die auch entsprechend rein. Wenn du Lightroom vielleicht hast, das Programm, dann kannst du bei Lightroom einfach dir mindestens 2 Bilder mal nebeneinander legen und kannst die dann auch entsprechend besser reinzoomen und kannst dir so auch viel einfacher vergleichen. Wenn du es nicht hast, auch kein Problem, dann wie gesagt, mach dir einfach alle Bilder nebeneinander auf, leg sie nebeneinander und schau dir einfach entsprechend dann die Ränder an. Sind die scharf? Sind die jetzt unscharf bei Blende? Ich sage jetzt mal 16, bei Blende 18. Wo fängt die Unschärfe quasi an, bei welcher Blende? Und wenn du das weißt, dann weißt du zukünftig auch, okay, wenn ich jetzt Landschaften fotografiere, dann weiß ich, ich muss mindestens immer Blende 8, sage ich jetzt mal, als Beispiel nehmen oder Blende 10 nehmen oder Blende 11, damit ich wirklich von vorn bis hinten alles scharf bekomme. Nicht zu unterschätzen ist hier aber auch der Mindestabstand deines Objektives, was du benutzt, zu einem Objekt, was du fotografierst. Das heißt, schau am besten mal auf deine Objektive vorne drauf. Da steht meistens immer eine kleine Zahl dran. Das ist in FT angegeben. Das nennt sich Feet, also Fuß, und auch in Metern. Hier zum Beispiel habe ich das 70 bis 200 mm von Sony. Und hier ist es so, dass ich mindestens 1,5 Meter, steht auch hier oben drin, mindestens 1,5 Meter von einem Gegenstand, der jetzt vor der Kamera quasi ist, ich sag jetzt mal ein Stein oder irgendwas anderes, was du fotografieren willst, muss ich mindestens weg sein, um dann ab dort auch quasi alles scharf zu bekommen. Wenn ich näher rangehe, dann wirst du merken, dass der Fokus meistens auch pumpt, dass du es gar nicht scharf stellen kannst. Du kannst dann versuchen, noch manuell zu fokussieren, das geht in der Regel manchmal ganz gut, aber auch dann wird das Objektiv das, was du hier quasi vorne vor diesen Metern scharf stellen willst, nicht mehr hinbekommen, denn das schafft es dann entsprechend nicht mehr. Das heißt, du kannst nur weiter weggehen oder nutzt eine andere Brennweite, um einfach ein bisschen zu testen. Auch hier wichtig, nutze verschiedene Brennweiten und verschiedene Blendenstufen, um das zu vergleichen. Also nutze vielleicht mal, ich sag mal, nehmen wir mal eine Blende 8 beispielsweise und als Brennweite nimmst du vielleicht mal 24 mm und testest dann quasi mal durch. Das gleiche machst du mit 30 mm, 35 mm etc. etc. Und dann kannst du auch wieder, wie gesagt, schon nebeneinander legen das Ganze, einfach vergleichen und kannst dann gucken, okay, was ist wie konkret und wo scharf. Hier wieder ein kleiner Mini-Tipp nebenbei. Du siehst schon, das ist sehr, sehr voll von Tipps, dieses Video. Du kannst Fotopilz benutzen. Falls du die App nicht kennst, würde ich dir sehr empfehlen, die runterzuladen. Kostet ungefähr 10 Euro. Einmalig, aber lohnt sich wirklich. Fotopilz ist so ein kleiner Begleiter von mir. Damit plane ich immer im Grunde alles
so weit durch, wenn es auf Fototour geht, aber auch kann ich hier zum Beispiel einstellen die Hyperfokaltabelle. Und zwar kann ich hier sagen, okay, ich möchte jetzt mit Blende 8 beispielsweise fotografieren und habe eine Brennweite von 14 mm. Wie weit weg muss ich mindestens von dem, was ich hier fotografieren will, ne, Stein oder was auch immer, muss ich mindestens weg sein, damit das auch scharf gestellt wird. Und dann sagt mir die Tabelle, okay, pass auf, bei einer Brennweite von 14 mm und bei Blende 8, wenn du damit fotografieren willst, dann musst du mindestens 0,83 Meter von diesem Gegenstand, von diesem Objekt, was du fotografieren willst, mindestens weg sein, damit dann das ganze Bild von vorn bis hinten auch entsprechend scharf ist. Super Hilfe, kann ich wirklich empfehlen. Auch hier kann man wirklich viel, viel daraus lernen aus dieser App. Auch geht es hier um das Thema Schärfentiefe. Es wird nochmal ganz konkret gezeigt, okay, was passiert bei einer gewissen Brennweitenstärke mit einer gewissen Kombination aus der Blende. Wie weit muss ich quasi weg sein, damit noch alles scharf ist, auch dort hinten beispielsweise. Etc. etc. Ist eine ganz, ganz coole App, wie ich finde. Ist aber auch keine bezahlte Werbung oder ähnliches, nicht falsch verstehen. Ich nutze sie wirklich schon ganz, ganz lange und es lohnt sich in meinen Augen, sich diese auf jeden Fall mal herunterzuladen. Wenn du nicht scharf stellen kannst, dann empfehle ich dir auch so ein bisschen mal das manuelle Fokussieren zu üben, denn da kannst du ganz explizit, ganz, ganz einfach auch scharf stellen und Landschaften. Als kleiner Tipp kannst du einfach dann das Unendlich-Zeichen benutzen. Das heißt, dass du auf unendlich fokussieren kannst. Aber auch hier darauf achten, das ist ein bisschen anders, wenn du immer noch was im Vordergrund hast. Wenn du einfach eine Landschaft fotografieren willst, wo eh schon alles relativ weit weg ist, ist es, sage ich mal, nicht so entscheidend. Da kannst du einfach dann auf unendlich fokussieren und dann sollte das Bild auch in der Regel scharf sein von vorn bis hinten. Bis hier sind wir schon mal gekommen mit den ganzen Tipps. Ganz kurze Werbung in eigener Sache. Wenn du meinen Kanal so ein bisschen unterstützen willst, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du dich jetzt ab sofort für den neuen Newsletter eintragen würdest. Der ist völlig kostenfrei. Und dort sende ich mindestens einmal im Monat ein paar Informationen raus zu neuen Videos, zu neuen Reviews, zu neuen Fototouren, zu neuen Angeboten aus meinem Shop natürlich auch. Wenn du Bock hast, dann schau da gerne mal rein. Ich packe dir hier oben einfach mal in die Infobox die Anmeldung rein. Ist kostenfrei, ist auch völlig spamfrei. Also ich verkaufe deine Adressen nicht an irgendjemanden, sondern die sind bei mir sicher. Und auch du kannst dich jederzeit wieder abmelden, wenn du keinen Bock mehr drauf hast oder ähnliches. Also schau da gerne rein, würde mir sehr helfen und auch sehr unterstützen. Nutzt du eigentlich die Custom-Buttons deiner Kamera? Was ist ein Custom-Button? Das ist meistens mit C beschrieben, C1 wie jetzt hier auf der Sony 6400. Oder mit FN meistens auch, das ist dann Funktionstasten, vielleicht bei anderen Herstellern. Eine Funktionstaste oder eine, sage ich mal, eine Taste, die du belegen kannst mit gewissen Einstellungen deiner Kamera. Ich sag jetzt mal, du bist vielleicht Hochzeitsfotograf und willst immer bei Blende 2.8 fotografieren, bei einer Verschlusszeit von 1 zu 200stel beispielsweise und brauchst einen automatischen ISO-Wert. Das kannst du einstellen. Das heißt, ich sage jetzt mal, du kommst von draußen in deine Tour, gehst irgendwo rein und willst jetzt drinnen fotografieren, die Hochzeit. Dann drückst du einfach die FN-Taste oder den Custom-Button, wie er jetzt hier heißt. Drückst du einmal drauf und schon stellt die Kamera automatisch diese Einstellung ein, die du halt immer nutzt und kannst sofort loslegen. Es gibt Kameras, die haben, sage ich mal, verschiedene Funktionstasten, verschiedene Custom-Buttons. Einige haben nur eine Taste, andere Kameras haben vielleicht zwei, drei Tasten. Das ist unterschiedlich, musst du mal schauen, was deine Kamera kann. Aber als Tipp ist es wirklich hilfreich, das zu wissen, denn so kannst du wesentlich schneller agieren, kannst auch vielleicht den Videomodus auf eine Custom-Button legen oder, keine Ahnung, dass du da immer reinzoomst oder was auch immer, ist völlig egal. Also alle Funktionen, die du in deine Kamera einstellen kannst, die kannst du quasi auf so eine Funktions- oder auf so einen Custom-Button legen und kannst dann somit wesentlich schneller an deiner Kamera einfach auch agieren. Das waren sie heute, ein paar Tipps, wie gut kennst du deine Kamera. Ich hoffe, dass es sehr hilfreich für dich war heute, dass du jetzt mal bereit bist, deine Kamera noch weiter zu testen. Testen, 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 ist wirklich immer ganz, ganz wichtig. Dann wirst du auch sicherer werden in deiner eigenen Handhabung mit der Kamera. Und wenn das Video für dich hilfreich war, wenn es dir gefallen hat, lass auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Es hilft mir ungemein weiter, damit die Reichweite zu steigern. Teil das Video mit Freunden und Bekannten und nicht vergessen, fleißig zu kommentieren. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bleib schön gesund, bis bald, dein Mike. Ciao, ciao.